Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnuss und heute zeige ich euch mal, wie man unsere Hasenbabys anmalt. Und zwar malen wir die jetzt einmal mit den Aquarellbuntstifte an. Ich mache jetzt erst einmal da das ein bisschen braun. Da spare ich ein bisschen aus, dass es nicht ganz dunkel wird. Da gehen wir dann mit dem Weiß noch ein bisschen her. Da ein bisschen die Bäckler. So ein bisschen könnt ihr schon reinmalen, dass sie das dann auch verwascht. So. Und dann nehmen wir hier, machen wir da einfach ein bisschen Weiß rein. Und da oben auch ein bisschen. Und dann noch ein bisschen ein leichtes Rosa mit rein machen, so dass sie das ein bisschen verwascht da. Und da unten, das Teil müssen wir auch noch mit oben rein, das ist auch noch das Gesicht. So, und dann verwaschen wir jetzt das erste Mal. Beim Verwaschen müsst ihr aufpassen, dass immer so viel Wasser auf dem Pinsel habt, wie der Pinsel lang ist. Und dann kann man das schön verwaschen. Da könnt ihr jetzt da auch noch mal ein bisschen drüber gehen, dann verlauft das ein bisschen. Und dann werden das ganz tolle Konturen. So, über die Nasen gehen wir jetzt gleich drüber, so dass die auch nass ist. Weil dann dämmen wir uns nachher mit dem Braun leichter. So. Und dann nehme ich jetzt also ganz ein dunkelbraun her und mache mal die Nasen noch. Dann sieht man, da nimmt die Farbe intensiver an. Und da haben wir mal unseren Schnuller noch. Den mache ich immer ein bisschen so zweifarbig. Da können wir jetzt in der Mitte noch mal ein bisschen heller machen. Und dann gehen wir das jetzt dunkelblau machen. Dann schaut das hübsch aus. Ihr könnt es natürlich auch mit den Aquarellfarben ummalen, die Sachen. Für die Augen nehme ich jetzt einen weißen Posca-Stift her, weil das wird immer intensiver, das Weiß, dann schauen die Augen hinterher schöner aus. So, da können wir dann auch ein bisschen so Akzente zum Beispiel noch setzen mit dem Posca-Stift. Da oben die Bäckler, solange es jetzt noch feucht ist, verlauft es ein bisschen, aber das schadet uns jetzt da gar nichts. Solltet ihr die Konturen nachziehen wollen, ist es wichtig, dass euer Stift auch wirklich gespitzt ist, sonst funktioniert das nicht gescheit. Und das trocken ist. Genau, dann machen wir den jetzt mal blaue Äugle. Und dann schauen wir mal, ein bisschen hellblau. Da ein bisschen so ein Rand in die Augen. Jetzt ein bisschen weit reinkommen seid, dann geht es einfach nochmal mit dem Posca-Stift her und jetzt nochmal ein bisschen drüber gehen. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen so einen Verlauf machen. Das will man nicht weiß um hier. So. Dann machen wir unsere Nase noch. Das ist jetzt auch noch zu feucht. Also wartet ihr immer mit dem Weißmacher am besten, bis das trocken ist, dann geht es am einfachsten. So ein bisschen Schnulli, dass der ein bisschen rauskommt noch und Augenpunkte können wir gleich noch setzen. So, und dann malt jetzt eigentlich alles so nacheinander. Da machen wir ihm noch passendes Fläschle dazu. Das machen wir jetzt mal weiß, weil das Milchfläschle ist. Und was haben wir gehabt? Türkis. Macht immer passend zu den Schnullis von den Hasis dazu. Und da könnt ihr jetzt einfach ein bisschen so reinschattieren. Ein paar so Stricherei machen. So dass das Flascherl nicht ganz so unifarben ist. Und da können wir jetzt wieder entweder mit Rosa oder mit Hauptfarben den Diezel machen. So, ja, Bärli sind natürlich auch mit drauf. Die kann man ja mal jetzt ein passendes Bärli noch mit anmalen. Das kann ich euch noch sagen. Zeige euch mal die, wo da noch sitzen. Da sitzen mich schon welche. Ein Genau. helleres Bärli. Und ein Rosan ist natürlich auch. Und da die Fest müssen wir noch ein bisschen. So, na. Und auf den anderen, da mache ich jetzt wieder kein mit dem weißen Stift drüber. Weil wenn ich das jetzt verwasche, dann wird das automatisch so ganz leicht so türkis.
Weil dann waschen wir da einfach mit drüber. Dann ist das Kamm ein bisschen heller drunter. So. Und dann kriegt er noch eine braune Nase. So, und zwei Augenpunkte. Und dann die Fußsohle, die können wir jetzt auch mal dunkler machen. Dann sieht man es jetzt schöner. Oder können Sie es auch mit dem Posca-Stift dann wieder weiß machen. So, dann machen wir die Augen noch da oben. Und wenn es jetzt wollt, dann kann es jetzt auch hergehen mit dem dunklen Blau oder nur so leicht die Schatten reinmalen. Also man kann sich da schon ein bisschen abspülen mit denen. Und dann das wieder so leicht verwaschen, dann hat er da ein bisschen so einen dunklen Rand. So, jetzt zeige ich euch nur, wie das rauskattern geht. Wo hat man denn meinen Cutter hingelegt? Und was jetzt mit denen Aufsicht hat. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie rum, wo das festgemacht ist da oben. Die eine habe ich nämlich alle schon rausgemacht. Da. Die werden wir jetzt gleich mal rausmachen. Die Teile. Und wo ist jetzt der Linie? Muss ich jetzt gleich selber schauen. Da oben. Schauen wir mal, wo er festhängt. Auf der Seite auf alle Fälle. Macht es das immer am besten mit dem Messer. Da unten hängt es noch. Jetzt auch. Und dann könnt ihr euren Hase jetzt entweder in die Wiege reinlegen oder ihr könnt es jetzt auch so machen, dass ihr jetzt praktisch hinten den Bauch habt, vorne den Kopf drüber schauen lasst, da eure Füße. Und dann ist das wie ein kleiner Kantenhocker. Halt unser Schwänzler, wo haben wir das hingebracht? Da unten, da überhalb vom Ding. Das habe ich doch auch schon rausgemacht gehabt. Und dann könnt ihr hinten noch einen Pürzel drauf machen. Und dann kann er natürlich jetzt auch da klar die Scheiße über den Zaun drüber schauen. Ja, das seht ihr bei den anderen, was man alles draus basteln kann. Man kann sie auch dann in eine kleine Wiege hineinlegen. Genau, bei dem, der wo sitzt, der hat immer die Füße dann nochmal doppelt, dass er auch stehen kann. Genau. Dann wünsche ich mir viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal, die Petra.